Jedenfalls die magischen Waffen, die man dann da abgeben muss, muss man nicht abgeben. Das ist auch schon mal ganz gut, die behält man also. Man muss also nur dann die gesamte andere Ausrüstung wieder nachrüsten, was per se nicht so dramatisch ist, denn es ist ja machbar mit entsprechendem Geld. Und wenn man bis dahin auch entsprechend viele magische Sachen hat, ich habe ja momentan eine Handvoll vielleicht, nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber wenn das dann so ist, aha, hier, das sind eindeutig Waffen, ne? Schön, kann man sehen. Wenn ich schnell nicht im Weg gekommen, kann man komplett richtig sehen, das Ganze. Jedenfalls ja. Speichern. Ist dann natürlich toll. 500 noch, wie viel habe ich? Warte kurz. Hatte ich vor kurzem noch unter 2000? Ich glaube ja. Ich habe wohl doch einige AP bekommen durch die Kämpfe gerade. Ja, ist so in Ordnung. Waren ja viele Gegner gewesen. Jedenfalls muss ich halt dann die anderen Dinger neu kaufen. Das sollte nicht so das Problem sein in der Stadt selbst, aber weiß ich nicht, ob das dann vielleicht schwierig werden könnte. Da bin ich halt zu lange nicht gewesen in meiner Spielerkarriere. So, ein Schwert. Zwei Schwerter. Oh ja. Zwei Schwerter schon für 32. Oha. Das ist ja gewaltig. Nicht das Schild. Den Schild, nicht das Schild. Also ohne Rabatt. Jetzt schon 192. Ich habe 70 bezahlt, ne? Und ich verdoppel das. Gut, das ist echt krass. Ich verdoppel meinen Gewinn. Und hier sind noch zwei Gratis-Schwerter, die ich ja bekommen habe, weil ich hier gekämpft habe. Das ist ja Hammer. Da will ich auch nicht meckern. Wieso hast du kein Ersatzschwert dabei eigentlich, sag mal? Ein Dolch brauchst du doch nicht. Oder ist das der magische Dolch? Ist aber nicht eher, ja, die hat eher Wurfdolch. Ich meine, gut, sie hat. Achso, weil das magische Schwert vielleicht unzerbrechlich ist, hat sie kein Ersatzschwert? Weiß ich nicht genau. Egal. Du behältst ein Ersatzschwert, wobei brauchst du eigentlich auch nicht. Im Prinzip kann ich deine Sachen ja auch komplett wegbringen. Wann brauche ich jemals Schild und Schwert, wenn ich doch diesen magischen Zweihänder habe, den zerbricht? Und ich bin hier auch so eigentlich ganz gut geschützt. Das überlege ich mir nochmal. Vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich es auch nicht. Ich bin noch nicht entschlossen tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Egal. 78 und der Schild ist. Oh mein, der Schild ist viel billiger, sehe ich gerade, der goldene. Ich aber zoll's. So. Feilschen. 30 Punkte. Aus 70 Dukaten hat er 273 gemacht. Ist das wahnsinnig oder ist das wahnsinnig? Das gefällt mir gut. Ich muss jetzt schließen, was? Och. Weil ich sie ausgenommen habe, bestimmt. Hahaha. Oh, ich bin sehr froh, das war richtig gewinnbringend. Hat sich gelohnt, nochmal zu kaufen, heißt das in anderen Worten. Ach, verdammt, ich wollte. Ich musste nochmal rein zu ihr übrigens. Ich wollte mit ihr reden. Aber es ist jetzt so viel Zeit vergangen, weil ich jetzt ewig. Taverne. Was ist denn das hier? Ist das ein Bein? Ist das ein Arm? Verzeihung. Alitheke, komm. Eine Runde für alle. Wir haben gerade ordentlich gewonnen. Ja, komm. Und ein für euch. Läuft. Lecker, lecker. Was ist denn das hier? Ich bin unsicher. Zumal ich auch nicht weiß, ob das hier zu dem gehört. Ich glaube halt eher nicht. Schreibt es in die Kommentare. Was ist das hier? Ich bin nicht sicher. Ich bin echt nicht sicher. Hi. Lippins, die Ente. Okay. Hacketau, Kumpels. Was? Lippins die Ente sagt Hacketau-Kumpels. Das finde ich gut, wenn man das so ausspricht. Lippins die Ente, Hacketau-Kumpels. Denkt man, man redet kein Deutsch, ne? Schön. Was darf es denn sein? Sternschweif darf es sein. Keine Ahnung, weiß ich nichts von. Natürlich nicht. Salamanderstein, keine Ahnung. Ach, schön. Rohrwert? Ich weiß nicht, was das sein soll. Okay, cool. Er hat Jungs und Mädels gesagt. Wie gesagt, das Gendern ist hier voll drin. Was sagt mein Geld? Och. Ich maximal einmal Dukaten verloren, krass. War echt nicht teuer dann. Nee, wollte ich nicht. Karte wollte ich. Gibt's hier keine Herberge? Taverne. Aha. Auch nicht gleich so. Miau.
Hallo! Ja, wir haben es gerade gegessen, aber was soll's. Wir haben Geld ohne Ende. Oh, jetzt hackt's hier ein bisschen. Gute Nacht, ja, sehe ich auch so. Und wir speichern. Dam, dam. Das ist so krass, das ist für alles eine andere Musik hier. Die Stadt hat eine andere Musik als die anderen Städte. Die Karte hat eine andere Musik. Wahnsinn, oder? Ah, geht's, da bin ich noch nicht raus. Da. Krass. Es ist so viel größer einfach als Teil 1. In allen Belangen. Runhild Hermertal. Hermertal, Hermher. Rondra mit euch, ihr scheint es zu brauchen. Was soll das denn heißen? Aber ich wollte dich, glaube ich, nach Sternenschweif fragen. Wisst ihr was über Sternenschweif? Jandor, der Säufer, hat mir mal im Goldschatz von einer Waffe mit diesem Namen erzählt. Aha. Jetzt will ich nach Jandor fragen, aber... Oder Goldschatz, da muss man alles nicht, ne? Ja, reicht ja eigentlich. Hm. Okay. Was anderes vielleicht? Salamanderstein? Kann ja sein. Ich weiß nicht, was das sein soll, wieso ich auf diesen Namen komme. Okay, die weiß auch nicht viel. Oh, warte mal ganz kurz nochmal. Das ist echt fies, oder, die Frau? Zum Glück war die im Bild gerade doch ein bisschen freundlicher anzusehen als diese hier. Vor allem, wie tief trägt sie denn ihr Schlüpper da? Mensch, Mensch. Übertreibt man nicht so. Also ja, gendern schon, aber Sexismus war damals auch schon in. Also ist halt alles wie heute und hat sich nichts verändert, wenn man das so möchte. Ja. Zeiten ändern sich, die Menschen ändern sich nicht. Goldschatz, da war ich offenbar schon. Fein, das passt mir ganz gut. Ich speichere nochmal. Hat bestimmt noch nicht auf, oder? Nee, natürlich nicht. Von 11 bis 3. Wie haben wir es? 9. Oh. Achso, 11 Uhr abends wahrscheinlich, ne? Ja. Wahrscheinlich. Toll. Dann nutzen wir doch die Zeit und erkunden noch die Stadt ein bisschen. So, von da aus. Ab in den Osten. Ja, das dazu. Was haben wir hier? Die Sinnetempel. Beten! Schade. Ich bitte spenden. Noch mehr. Oh! Waren das gerade 10 Dukaten? Eklig, Tatsache. Ich glaube, das war in Teil 1 aber anders gemacht, oder was? Wobei, da war das immer nicht so ganz eindeutig, wie man es tatsächlich ausgegeben hat. Es war irgendwie ein bisschen verbuggt. Oh, da, ein Wunder! Ein Wunder ist geschehen! Hesinne zeigt sich uns! Es gibt wirklich Götter! Wir wussten es alle! Jetzt ist es die Bestätigung. Für alle Zweifler und Skeptiker unter euch. Vielen Dank, gute Frau. Ah, toll. Ich nehme an, das ist nur ein temporärer Boost. Und der bringt mir gar nichts, weil ich keine Artefakte habe aktuell. Aber naja. Der Gedanke zählt, Hesinde. Denke ich. Boah, wir bleiben mal Richtung Osten, würde ich sagen. Wir haben eine Heilerin, glaube ich. Ich muss ja nicht ständig auf die Karte gucken. Ich habe ja, das kenne ich schon. Kräftiger Telefon, ja, läuft doch, läuft doch. Oh, warte. Was hat kein Dach, das Haus da oben? Sieht mir aus wie eine Taverne, aber das Dach fehlt. Ah, da ist es wieder. Schön. Egal, jetzt reicht der Kompass ja auch, um mich so ein bisschen zu orientieren, ne? Die Stadt dauert gerade im Osten und... Wir hangen uns da im Osten ein bisschen lang. Ich möchte aber ein bisschen diese Stadt erkunden. Einfach nur, weil... Ja, es bringt mir wahrscheinlich nicht wirklich was. Aber ist doch nicht verkehrt, oder? Ah, Boron-Tempel. Ja, Gott, das tut das. Guter Mann, Gott. Der Totengott. Dam, da, da, dam, dam, dam. Hallo? Ah. Wir lieben Hausarbeiter da gar nicht. Aber danke der Nachfrage. Ach, wie freundlich die einfach alle hier sind, ne? Das kennt man einfach nicht aus Teil 1. Ja, Sambus, raus hier, verpisst euch! Ist hier nicht. Die machen das hier mit netteren Worten. Einfach. Ich meine, teilweise sinngemäß ähnlich, natürlich, aber... Wie das zum Beispiel. Aber es ist erstens immer was anderes irgendwie. Und es ist doch ein bisschen lieber. Das schwitzt auch so komisch. Was ist denn los mit den Leuten hier? Kommen die aus der Badewanne alle raus? Oder... Haben sich in Schweidreck gewälzt? Ich weiß es nicht genau. Irgendwas ist hier am Laufen. Was ich nicht weiß. Das gefällt mir nicht. Oh, gesinnende Streuner, schert euch, wird's bald. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wir sehen uns wieder auf dem Niveau von Schicksalsklinge.
Ist das hier ein Sixpack aus dem Bus, dicker Bauch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber mal eine neue Figur. Und hier war sowieso was die Reichen drin. Zweistöckiges Haus. Hier oben sogar noch ein drittes. Meine Güte. Wird die meisten, die gerade mal zwei haben. Hallo? Und nochmal der Typ. Und bloß solche in solchen Häusern oder was? Dieser Verdacht drängt sich mir jedenfalls auf. So, jetzt ein bisschen mehr nach Süden halten. Jetzt ist nämlich Süden. Wo geht's hier? Ach. Nee. Geht's da richtig raus? Weil nach oben ist ja auch nochmal so ein kleiner... Ja, scheint so. Weil hier geht's ja durchs Tor durch und dann auf diese kleine Straße. Mit 1000 verschiedenen Wegweisern. Oh, da war ein Haus, wie es aussieht. Egal. Gut, wer das nicht möchte, dann ist halt so bla. Ah. Ah. Ariona Silbertau. Eine Silberfrau. Ah ja. Gleicher Text, gleicher Typ, gleiches Haus. Okay, I get it. Ich habe so eine Vermutung. Ja, auch das ähnelt sich gerade. Es ist so irritierend, dass das da runtertropft. Es kommt aber aus seinem Mund geflossen. Es ist kein Grafikbug oder so. Es ist eindeutig, kommt aus seinem Mund alles raus. Die hat gerade gesoffen, glaube ich, oder keine Ahnung was. Also nicht gebadet. Das ist sowieso Quatsch, das anzunehmen. Nicht schlecht. Ich wünsche eine Zeit für euch. Ja, richtig gut sogar, ne? Nicht schlecht, sagt. Okay, ja, ich sehe aber schon, dass die gleichen Leute auch mal doch mal die gleichen Kommentare dann parat haben. Größtenteils. Die hat einen anderen Kommentar, zwei verschiedene. Aber die sind jeweils immer... Oh. Prembot, okay. Okay, also diese scheinen so ein bisschen was von uns zu wollen. Die scheinen sich da so angezogen zu fühlen von uns. So interpretiere ich jetzt sowohl, wie sie jetzt sich jetzt geben optisch. Das ist natürlich ein klares Vorurteil, ganz gemeinerweise von mir. Aber meine Güte, so sehen sie einfach aus. Und die Kommentare lassen ihr Übriges erschließen. Natürlich mag ich damit auch völlig daneben liegen. Wer weiß das schon so genau? Ach mal. Anderes Haus, gleicher Typ. Also schon ein bisschen Variation drin, doch, kann man nicht sagen. Und das ist auch immer nur ein Text bei der Ollen. Aber ich will doch mit der gar nicht groß zu tun haben, denn die ist gruselig. Was ich aber echt ulkig finde, dass diese jetzt doch sehr nach Karikatur aussieht, so wie in Teil 1 viele Figuren. Aber, toll. Die Frau an der Schwelle eben gerade, die nettere von beiden, wirkte doch realistischer gemacht, so. Ah, bin ich wieder hier? Tatsache. Ja, Mensch. Da wird der Rundgang beendet, würde ich sagen. Was haben wir hier? Händler. Händlerin. So, von da aus nochmal gen Westen. Hallo. Auch der hier wirkt ja realistischer. Ich könnte bald sogar sagen, er sieht aus wie ein Schauspieler. Ich komme nur beim besten Willen nicht auf den Namen. Ist auch nur eine leichte Ähnlichkeit. Ich komme überhaupt nicht drauf, aber irgendwie an irgendwen erinnert er mich. Und der ist ja auch eher ein bisschen karikativ gehalten hier. Kann man das so sagen? Karikativ gehalten? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie eine Karikatur. Und der hier ist ja auch doch wieder... Gut, okay, der hat auch ein bisschen komische Proportionen im Gesicht, aber auch eher realistisch, ne? Also es ist so ein bisschen... nicht ganz der gleiche einheitliche Stil. Vielleicht sind da mehrere Künstler am Werk gewesen damals. Oder zwei. Sagen wir, es waren vielleicht zwei am Werk. Das könnte ich mir gut vorstellen. Viele Tempel hier übrigens in der Stadt. Mindestens 6 habe ich gerade gezählt, bin ich der Meinung. Auch immer noch nicht. Oh. Heute ist Schwertfest. Oh. Habe ich deswegen meine Schwerter verkaufen können? Schwerter. Oh, das ist jeden Tag Schwertfest hier. Das ist ja dann aber ein mächtiger Zufall, wenn das so wäre. Okay, cool. Oh, da ist noch was. Ganz toll. Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich jetzt, das war's. Das hier werde ich niemals sehen können. Es sei denn, ich... Guck mal, genau. Ich kann ja Transversales anwenden. Ah, oh, das ist natürlich eine interessante Idee. Wie mache ich das am besten? Ich muss hier für die Gruppe rein, ja, ne? Talent anwenden. Alp. Zauber anwenden. Alp. Sinnvoller.
Zauber. Ich weiß nicht, was mir jetzt hier mitbringt, aber ist egal. Bewegung. Transversales. Oh! In Teil 1 hing es noch mitten in der Stadt. Okay, cool. Schade, damit fällt das natürlich weg. Wäre sehr cool, jetzt durchzuteleportieren, einfach, aber es geht nicht. Das ist ja schade. Gut, ich meine, praktisch brauchen wir es auch nicht, weil, ne? Klick, klick. Transversales per Default im Prinzip. Also, das ist ja auch natürlich nicht schlecht. Wäre natürlich jetzt aber. Ich meine, man hat Transversales im Prinzip immer dabei, außer im Dungeon wiederum. Und dafür ist es ja auch völlig in Ordnung. Man kann sie eben nur nicht auf solche Sachen dann rüber transportieren. Was schade ist. Würde ein bisschen mehr Möglichkeiten beschaffen. Falls man da überhaupt durchkommt, storymäßig, weiß ich gar nicht genau, aber ich schätze mal schon. Aber es wäre schon fast wieder in Richtung modernerer Spiele, Divinity, keine Ahnung was, wo man viele verschiedene Lösungswege hat. Das war einfach damals noch nicht so. Aufgrund von vielen Limitierungen, wahrscheinlich auch ein bisschen aufgrund der Fantasie der Entwickler geschuldet, was damals aber noch nicht so weit entwickelt war alles. Ist ja völlig verständlich und nachvollziehbar. So, nee, warte, ich wollte nochmal speichern.